ja, sind immer in den Gedanken, soll ich das jetzt erzählen? Oder wann ist der richtige Zeitpunkt? Ja, mein Name ist Steven Ebrecht. Ich arbeite hauptberuflich als Model und seit kurzem auch eine eigene Social Media Agentur. An meiner Seite ist meine liebe Mami, Barbara. Ich habe noch eine Tochter, die ist 2 Jahre jünger als er. Also meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Mich und meine Schwester hat das nicht irgendwie, dass wir darunter gelitten haben, überhaupt nicht. Ich habe auf einer Bank gearbeitet lang und dann habe ich einmal im Früh angefangen, um 6 Uhr. Dann haben sie einfach mir können anrufen, wenn sie aufgestanden sind. Und das war für mich als Mutter schon her, wenn das Kind fragt, ich bin im Büro, Mami, regnet es aus, was muss ich anlegen? Und das, dann ist immer das schlechte Gewissen, das hatte ich jahrelang gehabt. Und er ist da schon, wenn ich jetzt denke, was er heute beruflich macht, der Tätschmeister gewesen. Er hat gerne organisiert, am Theater, Theater gespielt. Was haben sie alles noch gemacht? Selber, Show. Ja. Ich hatte schon früh, mit 16, meine erste Erfahrung mit einem Mann. Der Struggle war sicher da. Ja. Vor allem eben auch, weil man hat dann immer die Erwartungshaltung gegenüber mir gehabt. Und ich wahrscheinlich auch mir extrem wichtig war, was die anderen Leute von mir denken. Hast du dann, wenn ich das frage, mit jemandem über das reden können? Nein. Hat denn eben deine Kollegen nie irgendwie so eine Äußerung gemacht? Ich mag mich noch erinnern, wo war das? In der Sekundarschule. Ah, schon. Hat es schon natürlich so Sprüche gegeben, auch nicht so nette Sprüche, weil ich bin ja dort eher ein fester war, oder? Ja, meine Mutter hat keine Zeit zum Kochen. Das ist schon zu schwer. Und so quasi Schule, fette Sau und so. Nein, also, wirklich? Ja. Also so fest bist du jetzt auch nicht. Nein. Wenn ich jetzt so zurückdenke, es ist halt wirklich, es ist schon sehr ein unangenehme Situation gsi, weil eben, man hat nicht sich selber können sein in dem Moment und hat wie etwas müssen, ja, wirklich etwas müssen vorspielen, obwohl wir gesagt haben, ich kann schon seit klein auf jeden Schauspieler werden, aber das ist eigentlich eine Rolle, die mir nicht wirklich gepasst hat. Ich musste ein grosses Kartenhaus eigentlich müssen bauen. Es ist mehr so, dass man halt wie das Kartenhaus noch stärker oder die Mauern von dem Kartenhaus noch stärker baut. Und weil ich meine, wenn ich 15 war oder 16 oder die Erfahrung oder gemerkt habe, irgendwie Männer interessieren mich auch. Und dann das natürlich von außen quasi dir in den Kopf gehört wird, denke ich so, Scheiße, ist das wirklich so? Ich kann in dem Moment so, ich kann niemals dazu stehen. Es war halt schon so, merkt man es echt? Oder bin ich wirklich schwul? Ich hatte dann nachher auch meinen ersten Freund mit 20, oder? Er war natürlich viel weiter. Er war 2 Jahre älter als ich, aber er ist dazu gestanden, hat jetzt nicht wirklich ein grosses Geheimnis daraus gemacht und hat natürlich mich nie gedrängt, überhaupt nicht, aber mich halt so ein bisschen dazu ermutigt und gesagt, hey, willst du nicht zumindest im Umfeld sagen, und es ist viel einfacher. Eben, ich meine, wir haben uns müssen treffen. Wenn du bist verliebt und so wirklich die grossen Gefühle und möchtest sie am liebsten allen erzählen und zeigen und das auch offen ausleben, und wir haben das halt versteckt gemacht. Ich meine, ich hätte niemals an dem Zeitpunkt mich in der Öffentlichkeit mit ihm in die Händchen halten und zeigen. Meine Familie hat es nicht gewusst, meine engsten Freunde haben es nicht gewusst. Und da ist natürlich schon der Punkt, wo man sich schon überlegt. Ich so, und wirklich denkt, wieso? Wirklich, warum kann es nicht einfach normal sein? Wieso kann ich nicht einfach auch rausgehen, Handy haben und es interessiert niemand, ob das jetzt 2 Männer sind oder ein Mann, eine Frau, 2 Frauen, egal was.
ja, sind immer in die Gedanken, soll ich das jetzt erzählen oder wann ist der richtige Zeitpunkt. Und dort hat es extrem geholfen, natürlich, dass ich einen Freund hatte und mit ihm konnte zumindest darüber reden und er mich dort unterstützt hat und sicherlich auch ein bisschen vorgelebt hat, wie es könnte sein, wenn man dazu steht. Ich habe mich zuerst bei meiner Mama und meiner Schwester geoutet und ich weiss noch genau, es war ein Tag vor meinem Geburtstag. Meine Schwester war am Lernen, am Boden unten, oder? Am Boden gekocht. Das Bild immer noch von mir, ja. Und ich bin wirklich so nervös. Ich so, ich will es jetzt eigentlich sagen, aber dann doch nicht. Ich bin immer hin und her gelaufen, gell? Rein, raus, Küche, Schlafzimmer. Genau, Stube. In die Stube. Da habe ich gesagt, hast du Hunger? Nein, ich mag nichts essen. Ist das schlecht? Nein. Hast du Fieber? Nein. Und wieder rein, raus. So ist es gegangen. Längst Zeit. Ja. Nein, sage ich, es ist kein Problem, aber es hat trotzdem so Überwindung gekostet. Und ich so, habe gesagt, schau, ich muss euch etwas sagen, aber ich hoffe, ihr habt mich nachher gleich, immer noch gleich gern. Gleich fest gern. Was hast du gesagt? Wie ist der Vater? Ist mir so aus, wie ist das? Da hast du irgendwie gesagt, nein, viel schlimmer. Und dann habe ich schlimmer gesagt? Ich weiß nicht, wovon hast du gesagt? Habe ich dann gesagt, hast du etwas gestohlen? Ja, also, ich überhaupt. Und dann habe ich gesagt, nein, Habe ich gesagt, ich bin bi und habe einen Freund. Ich habe, klar, habe ich das auch irgendwie müssen setzen. Ich glaube, wir haben da gar nichts so gross und detailliert. Ich habe glaube, dann noch gefragt, wie lange weisst denn du das schon? Und habe gesagt, ja, für mich bleibst du der gleich. Und dann hat die Schwester gesagt, ja, für mich auch, es ändert eigentlich nichts. Die kommenden Tage, hat es bei mir schon etwas geschafft. Eben, man sucht dann Ursachen, Gründe, obwohl sag ich, ich weiß nicht, ich habe einfach Fragen im Kopf gehabt und habe Antworten gesucht. Und ich bin dann dort, glaub, die erste oder zweite Nacht an meinen Computer gehockt. Wann merkt man das? Was sollte das als Mutter merken? Ich habe alles. Das hat mich beschäftigt. Irgendwie habe ich eigentlich wirklich im Netz auch eigentlich keine konkreten Antworten gefunden. Und einfach nur zu sehen, was das für ein Kampf war, oder die Mut, oder wenn sage ich es. Und sind wir ehrlich, bei so vielen Gelegenheiten im Leben, jetzt nicht nur, wenn es so etwas ist, man findet nie den richtigen Moment. Es ist nie der richtige, man schiebt es einfach immer. Eigentlich ist es nie der richtige für unangenehme Sachen. Und dann war eben ein, zwei Tage später, bin ich in der Küche, bist du heim vom Arbeiten, bin ich in der Küche gewesen. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie, es rotiert einfach, ich brauche auch mal ein bisschen Zeit, um das zu verdauen. Und das hast dann du dann zuerst im falschen Hals oder Reaktion bekommen, dann bist du reingekommen. Dann hast du gefragt, Mami, wie geht es dir so? Und dann habe ich gesagt, ja, es geht so. Und deine Reaktion war, siehst du, es stimmt für dich gleich nicht. Und dann habe ich mich gedacht, das weiss ich noch gut. Nein, das weiss ich jetzt nicht. Ich dachte, dieser macht sich Gedanken, wie es mir geht. Was muss ich denn? Ich mache mir Gedanken, wie es ihm geht. Das ist ja viel wichtiger. Und habe gesagt, Steven, es muss in erster Linie für dich stimmen. Du musst glücklich sein. Ich glaube, so habe ich sie da gesagt. Ja. Und, aber du musst mich auch verstehen. Für mich ist das wie aus dem Nichts gekommen. Und ich habe das jetzt einfach nicht erwartet. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Aber gib mir auch die Zeit, um das verarbeiten, darüber nachdenken. Warum, dass ich mich erst jetzt dazu entscheide, öffentlich dazu zu stehen, obwohl ich mich eigentlich eben schon vor 10 Jahren geoutet habe. In der Branche wissen es die meisten Leute, aber zum Beispiel meine Follower auf Instagram nicht. Und dort bislang habe ich, ja, bin ich nicht dazu gestanden, aber mehr halt eben, weil man dann denkt, ja gut, dann keine Ahnung, verliere ich halt Jobs oder Followers. Ich sag mal, das Kartenhaus fällt halt dann ganz. Das ist jetzt nochmal ein Schritt in eine noch größere Freiheit eigentlich oder nur ein größerer Schritt in Richtung sich selber zu sein. Ich meine, wenn man zurückblickt oder wenn man zurückschaut, kann es nie zu früh sein, dass man eigentlich dazu steht und sich selber darf sein. Und mein Gott, wenn das halt auch bedeutet, dass all deine Freunde dir den Rücken zudrehen, dann sind es nicht deine wahren Freunde gewesen.